Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um das Thema Orderbuch. Ja, ich hatte es im letzten Video gefragt, soll ich euch das Orderbuch mal praktisch erklären? Ja, die Antworten waren eindeutig, ich soll es auf jeden Fall machen, deswegen werden wir es heute machen. Und wenn man das Orderbuch nutzt, dann hat man einen wirklich großen Vorteil am Markt, weil man einfach erkennt, wie ist das Verhalten von Angebot und Nachfrage. Wenn du CFD-Trader bist, spreche ich auch immer wieder drüber, kannst du diesen großen Vorteil für dich nicht nutzen. Weil, ja, du weißt es, wenn du mir schon länger folgst und meine Videos kennst, CFDs sind im Grunde erfundene Kurse. Das sind keine realen Kurse. Deswegen trade ich, all meine Schüler traden natürlich in den Futures und können diesen Vorteil nutzen. Ich möchte es dir jetzt einmal in der Praxis zeigen, wie sieht es in Volvix aus mit der Software, mit der wir traden. Und dann werde ich aber auch nochmal rüber ins Whiteboard gehen und es dir nochmal theoretisch zeigen. Im Grunde nochmal genau erklärt, so sieht es aus, so funktioniert es. Ja, alles klar, gehen wir jetzt mal rüber auf den Computer und dann zeige ich es dir. So, wir sind jetzt hier im Order-Window von der Software Volvix. Das ist im Grunde das, wo wir unsere Positionen eröffnen und schließen. Außerdem siehst du hier oben, das ist der Ticker ES. Das ist der S&P 500 Mini, das ist der größte Index in Amerika. Und hier auf der rechten Seite siehst du jetzt das Orderbuch. Du siehst dann, was siehst du jetzt hier noch, dass sich die Zahlen hier ständig ändern. Ja, du siehst, dass die Zahlen hoch und runter gehen. Hier auf der rechten Seite die Markierung, siehst du, wo wir aktuell gerade vom Preis liegen. Ja, das siehst du auch an dieser Markierung hier. Und so siehst du es dann hier auch dargestellt auf der Seite. Jetzt ganz wichtig. Wir sehen jetzt hier rote Zahlen. Wir sehen hier grüne Zahlen. Dann sind wir hier in der Mitte, sehen wir weiße Zahlen. Ja, die wechseln sich die ganze Zeit. Diese hier ändern sich nicht. Da würde ich jetzt gleich dann am Whiteboard dir alles genau nochmal erklären. Auf jeden Fall, dass du das schon mal erkennst. Und hier haben wir im Grunde grüne und rote Zahlen, die sich ständig wechseln. Das kurz zum Verständnis. Ich sage es ganz kurz vorweg. Also das hier sind Market Orders, die in den Markt geflossen sind, die grünen und die roten Zahlen. Und in der Mitte das Weiße ist im Grunde das, was jetzt im Moment gerade im Orderbuch liegt. Das sind die Limits. Aber ich werde jetzt hier vom Computer mal ans Whiteboard wechseln, damit du dir das einfach besser bildlicher vorstellen kannst und ich jetzt hier nicht auf dem Bildschirm rumzeichne. Da kann ich es deutlich besser machen. Ich würde euch ja gerne anzeichnen, aber Andi hat es mir verboten. Er hat gesagt, ihr müsst erst das Video liken, bevor ich hier weitermache. Danke euch. So, ich habe das jetzt mal hier ganz schick angezeichnet, damit du dir das einmal bildlich vorstellen kannst. Andi wird es außerdem auch nochmal aus Volvix einblenden, sodass du es auch wirklich siehst, wie sieht es genau aus. Deswegen, ich will gar nicht zu viel drum herum quatschen, jetzt ganz kurz mal erklären, was haben wir hier für Felder. Ich habe es ja eben gerade schon einmal gesagt. Die linke Seite des Orderbuches im Grunde, wo du die Historie siehst von Market Orders. Welche sind in den Markt geflossen? In der Mitte, deswegen habe ich es auch hier ein bisschen dicker gemacht, das ist im Grunde das Wichtigste von allen. Das ist halt das Orderbuch, wie es im Grunde auch jeder sehen kann, der auch kein Volvix hat. Ja, hier haben wir halt Dinge drin, die nur Volvix abbildet. Aber das hier ist wirklich das Live-Orderbuch. Und was wir hier in diesem Bereich sehen, sind die Limits. Ich schreibe hier mal Limit hin. Und hier schreibe ich Market hin. Und hier, ich schreibe schon mal hin, ich schreibe nur mal Histogramm. Und zwar, gehen wir kurz rein. Also Limit, was bedeutet Limit? Das sind im Grunde Trader, Händler, die sagen, ich möchte nur zu einem ganz gewissen Preis in den Markt. Hier, dieser Strich ist dafür da, dass wir sagen, okay, hier ist der Markt aktuell. Und was haben wir oberhalb des aktuellen Preises immer? Hier sind die Limit-Verkäufer. Du siehst hier auch nur die Limit-Verkäufer. Und unterhalb des aktuellen Preises sind die Limit-Käufer. Es ist ja immer so, die Käufer wollen natürlich zum günstigsten Preis rein. Ja, je tiefer sie reinkommen, desto mehr Potenzial haben sie am Ende, wenn der Markt dann steigt, dass sie einen Gewinn haben. Und die Verkäufer wollen natürlich bestens in den Markt. Das bedeutet, sie wollen zum teuersten Preis und höchsten Preis in den Markt, dass wenn sie dann shorten, also sie setzen auf fallende Kurse, haben sie natürlich, je höher sie reinkommen, desto größer ist auch das Potenzial im Grunde, um Gewinne mitzunehmen. Das ist schon mal ganz klar. Was aber auch klar sein sollte, ist das, ne, das ist ja schon logisch, dass die Leute, die sich hier positionieren, dass der Markt sich dadurch nicht bewegen kann. Ja, weil der Andi, der kauft hier, aber der Andi sagt, ich möchte nur zu diesem Preis kaufen. Ich möchte zu keinem anderen Preis kaufen, nur dieser Preis hier. Weil ich spekuliere quasi, dass er weiter fällt. Warum? Bedeutet, der Markt kann sich dadurch ja nicht bewegen, weil er möchte ja zu diesem Preis kaufen. Und wer bewegt dann den Markt? Natürlich die Marketkäufer, Verkäufer. Und dann habe ich auch häufiger schon mal die Frage bekommen, ja, wo sehe ich denn eigentlich die Marketkäufer und Verkäufer? Sind die hier nicht auch mit drin in der Mitte? Geht natürlich nicht. Weil was sind Marketkäufer, Verkäufer? Das sind Händler, die sagen, ich möchte jetzt in den Markt oder aus dem Markt. Der Preis ist nebensächlich. Das ist dann wieder dieses günstigst oder bestens. Ja, wenn ich jetzt auf Market kaufen klicke, das macht man immer live. Man sagt, ich kaufe jetzt Market. Dann sagt man natürlich, ich möchte zum günstigsten Preis, also zu dem
günstigstmöglichsten Preis, sagt man das so. Und das bedeutet natürlich, er möchte nicht gerne hier oben einsteigen. Aber wenn im Grunde zu dieser Sekunde, Millisekunde, ganz viele draufdrücken, könnte es passieren, dass er doch erst hier reinkommt. Das ist halt der Nachteil beim Market. Aber Vorteil beim Market ist, du bist halt definitiv drin. Bei Limit kann es sein, wenn jetzt hier 100 Lot liegen, an dieser 101. oder 101., dass 100 abgeholt werden und Andi ist dann noch da und wird nicht abgeholt. Deswegen, was bewegt den Markt? Die Markets, ne, ganz klar. Und wir können ja, wie ich gerade schon meinte, wir können ja nicht sehen, wo positionieren sich jetzt Marketkäufer, Verkäufer, weil das passiert immer live. Was wir aber jetzt hier in Volvix sehen, das auf der Seite hier, diese beiden, ist die Historie. Seitdem du die Software gestartet hast, siehst du, okay, im Grunde, was wurde jetzt gerade hier Market gekauft und verkauft? Wenn der Markt dann steigt, bleibt diese Historie da. Ja, wir sagen, der Markt bewegt sich jetzt hier ein hoch, dann stehen jetzt hier zwei Zahlen. Und da siehst du, okay, das ist jetzt die Historie zuletzt. Wer ist Market in den Markt gegangen? Wer hat sich aus dem Markt verabschiedet oder allgemein, wer hat verkauft? Aber hier ist ganz wichtig, natürlich geht das immer weiter. Ich habe das jetzt hier am Anfang mal so eingezeichnet, als wenn alles auf einer Höhe wäre. Das Orderbuch an sich, die Limits, die sind immer begrenzt vom jeweiligen Markt. Man sagt, okay, komm, ich weiß gerade keinen Markt als Beispiel, vielleicht im FGBL, ich weiß es nicht ganz genau, dass 10 Stellen nach unten und oben freigegeben sind. Das war früher, als ich mit dem Trading angefangen habe, war das so. Da war eigentlich in jedem Markt, den ich kannte, waren 10 Stellen nach oben und unten. Mittlerweile ist es aber so, dass ich glaube sogar 100 Stellen nach oben und nach unten sind. Ich brauche es nicht, ich weiß auch nicht, wer es brauchen könnte, aber es ist halt einfach freigegeben, ja, zum Daten ausmessen, auslesen. Aber diese Historie hier, um auf den Punkt zu kommen, ist im Grunde das, wie ich gerade schon meinte, seitdem du das Fenster, die Software gestartet hast, wird es hier aufgezeichnet. Kann also sein, dass es irgendwann hier unten ist, obwohl der Markt ja hier gar nicht ist, aber du hast hier, jetzt habe ich andere Farben, hast du hier die Historie. Hier ist aber noch ganz wichtig zu sagen, bevor wir dann zur rechten Spalte kommen, diese Historie resettet sich immer wieder. Also wenn wir jetzt sagen, wir hatten jetzt hier 100 Käufer und 5 Verkäufer, sobald der Markt wieder hier runterkommt auf diesen Preis und wir wieder neue Käufer haben, dann fängt es wieder bei 1 an. Ja, dann sind hier 100 weg, dann startet es wieder bei 1, 2, vielleicht dann 20 auf einmal. Ja, einer geht mit 20 Lot Market rein, das siehst du dann hier. Und hier hast du dann wirklich auch so, weil das halt dokumentiert wird, historisch, wie sind die Kräfteverhältnisse aktuell gerade. Ja? Das Orderbuch ist sehr kurzlebig. Die Verhältnisse ändern sich sehr schnell. Bedeutet also nicht, wenn ich jetzt hier sehe, dass die Käufer extrem aggressiv sind, dass ich das in ein paar Minuten immer noch so nutzen kann. Es kann sein, dass sobald der Markt bis hier oben hinsteigt, dass das Preislevel hier oben genau das Preislevel ist, was für die Verkäufer extrem attraktiv und interessant ist. Und sie warten, dass der Markt in diesen Preisbereich reinkommt und ab dort den Markt drücken werden. Ja, sie werden ihn nach unten treiben und dann bringt es mir im Grunde auch nichts, dass ich weiß, guck mal, die Verkäufer waren jetzt 3 Sekunden vorher, waren jetzt extrem aggressiv, 5 Sekunden oder was auch immer, ne? Das Beispiel nur. Sondern es ist wichtig, den Markt richtig zu verstehen, was passiert hier eigentlich, wie funktionieren die Märkte und sie nicht immer auf die eine oder andere Sache nur zu verlassen und sagen, komm, ich bin jetzt Orderbuch-Trader, Orderflow-Trader, boah, ich weiß jetzt genau, wie es läuft, sondern das ist halt immer, wie ich gerade schon meinte, sehr kurzlebig, glaube ich, kann man sagen dazu, sehr kurzfristig gedacht, sondern es ist einfach viel wichtiger zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter. Diese ganzen Dinge zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Ja, und dann nochmal kurz zum Abschluss auf der rechten Seite hier. Du hast es bei mir gerade gesehen, das kann man individuell anpassen, ja, so wie man es möchte. Ich habe es im Moment gerade so eingestellt, dass ich hier sehe, wie viele Limits ziehen sich aus dem Markt zurück oder kommen hinzu. Sagen wir als Beispiel, ja, der Markt ist gerade hier und hier waren vorher 100 und auf einmal sind diese 100 weg und wir haben nur noch 90. Dann steht hier minus 10. Ja, minus 10 steht dann hier. Es kann aber auch sein, dass dann in 2 Sekunden es sich erhöht von 90 auf 110. Dann ist es hier auch nicht mal rot, ne, jetzt noch rot, nur zum Verständnis. Dann steht hier eine plus 20 in grün. Hier sind Limit-Verkäufer hinzugekommen, plus 20. Oder es wurden wieder Limits weggezogen, minus 10, minus 20, 30, 50. Das zum Verständnis, ja. Das ändert sofort immer wieder. Ich nutze es, bin ich ganz ehrlich, nicht so aktiv zum Traden, sondern es ist immer interessant zu schauen, wie sind gerade die Verhältnisse. Wenn du darauf wartest, dass der Markt pusht nach oben und auf einmal ziehen sich jetzt hier die ganzen Limit-Verkäufer zurück,
Ja, es werden immer minus, 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 minus. Dann weißt du, okay, jetzt machen sie den Markt hier frei. Sprich, es könnte da deuten, dass der Markt dann jetzt gleich ausbricht in die jeweilige Richtung. Das zum Orderbuch. Wenn du da noch Fragen zu hast, schreib es mal gerne in die Kommentare. Ja, dann können wir da auch nochmal drauf eingehen. Oder schreib es einfach bei Instagram, wir quatschen einfach mal drüber. Und ja, ansonsten vergiss nicht mehr, wie immer bei Instagram zu folgen. Dort bekommst du jeden Tag Insights in das Trading, in Business Life, Daily Life. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bis dann, ciao.